So Freunde, willkommen zum zweiten Video und zwar Devil's Hunt. Ich konnte das Ganze nicht fertig machen und zwar aus folgendem Grund oder nicht weiterspielen. Ich hatte immer eine Videosequenz, die immer abgestürzt ist, gab immer Probleme. Ich habe auch gesehen, der Anbieter von dem Game ist insolvent, pleite, wurde verkauft wie whatever. Daher wird es da auch kein Patch mehr geben. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden, an der Stelle weiterzukommen. Und zwar muss ich das Video einfach überspringen und dann funktioniert. Ich hoffe, das reicht auch und dass das Game dann nicht mehr weiter abstürzt. So. Gucken, ob die besagte Stelle letztes Mal abgespeichert wurde. Dann muss ich noch so einen großen Boss irgendwie fertig machen. Hoffen wir mal. Ja doch, das hatte er ja abgespeichert. Das ist die Stelle, da muss ich nur das Video überspringen. Da war halt so ein Big Boss, den habe ich dann platt gemacht. Wenn das Game nicht weiter crasht oder so, wäre ja top. Die sind hier alle sehr friedlich. Warum auch immer. Jeez, that stinks. Hier können wir durch, das ist schon mal gut. Ist eigentlich ein nices Game. Es ist eigentlich schade, dass es so... Ja, also ich habe es ja im Sonderangebot bei Steam gekauft. Und sich überlegt, den Anbieter gibt es nicht. Nicht mehr. Das Game ist aber sehr, sehr nice, muss ich sagen. So. Macht natürlich Spaß. Ich hoffe, ja, die Steuerung gibt es auch nochmal. Ist jetzt, glaube ich, nicht die mega Herausforderung. Aber es ist auch ein bisschen einfacher gehalten. Das mag ich ja an Spielen. Müssen nicht zu kompliziert sein. Der steckt da irgendwie fest. Manche regen sich irgendwie hier gar nicht. Wenn man da noch nicht umklatscht. Yeah, right. Burning Forest. Okay, da haben wir die fette Fackel. Da gehen wir auch mal hin, weil wir gehen ja mal dahin, wo das Licht ist. Ja, wo gelernt als Mensch. Wird ja gut das Dunkel sein. Ja, irgendwas scheint hier zu sein, was irgendwie die Zombies gerade vernichtet. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen gleich wieder zur nächsten Fackel. Ist ja wie so eine Art Sandsturm hier. Ah, ist jetzt vorbei, okay. Surprise, assholes! Ah, den nehme ich ganz schön in den Schlag hier. Also ich nehme auch immer den Schnellschlag, weil wir haben ja einmal den hier. Ja, den führt jetzt gar nicht aus. Ja, wenn kein Gegner da ist, dann kann man die Schläge nicht testen. Ist ja auch ein bisschen blöd. Aber okay, ist halt so. Aber schön, dass wir den Bug umgehen konnten und jetzt das Game weiter genießen können. Ist ja schon mal nice. Das ist so ein bisschen was Arcade-mäßiges, finde ich. Einfach rumlaufen, ein bisschen auf die Mütze hauen. Boah. Mal geschafft. Können wir noch mal was einsammeln? Ah ne, ein Hebel ist das. Okay. Okay. That should do it. Ja gut, das Tor geht auf. It's you. What the fuck have you done?
Do you have any idea what I've been through? Finally, you've made it. Finally? Oh, I'm sorry. Did I keep you waiting too long? Listen, I don't give a shit where I am, but if you don't take me back right now... Let's go. He's waiting. Okay, ich dachte, die wären nicht mehr Big Buddies, aber er erklärt ihm mal ein bisschen was. What is this place? How do I get out? This is hell. Okay, das ist die Hölle, ja. War ganz toll. So it's real. Okay, Videos laufen. Es gibt keinen Bug mehr. Ich hoffe, das bleibt so. Now what? Follow me. Watch your step. I'd love to see it. Oh, you gotta be fucking kidding me. Ja, willst du mich verarschen? Ja. So, Tutorial Teleporter. Jetzt musst du den zweiten Dashpunkt finden, um dich erstmal teleportieren zu können. Noch einen Zielpunkt suchen. Wow! Oh, that was fast. Oh, hat aber super geklappt. Ja, mal gucken, wo der uns hin entführt. Die Grafik könnte auch von Remnant from the Ashes sein. Finally. Vom Stil her so. Savior and Destroyer. It's been a long time. Come closer. Don't be afraid. You are safe. Das ist der Teufel persönlich, ja? My lord, forgive me for the delay. I sent Sawyer to make sure everything went smoothly. I have to say, I'm feeling disappointed. Do we know each other? We do. Although, you might not know it, yet. I've had countless names across the eons, but you will know me best as Lucifer. I created all that you've seen here, every beast, every tree. Here, I am the creator. But I want no throne. I do not seek separation. The Forsaken here are no different from me, hunted as I am. Unworthy of their Lord's love as I am. Forbidden from heaven as I am. Like me, they are here for all eternity at the mere whim of God! Hm. Naja, die beiden, also Gott und er verstehen sie anscheinend nicht. Nehmen wir mal einen Schluck aus der Flasche. Back! Oh, that's very funny. There is no back. You're evil, and this is hell. It's where you belong, Desmond. You've committed suicide. And that's a one-way ticket. Besides, I don't let the damned out of hell. It just looks bad. No, there must be a way. Just tell me what it is. Well, what if I offered you a job? I'd do it. Wait, what is it? I want you to bring me souls, Desmond. The souls of bad, bad men. Or we could start with your friend, Embry. What he did demands punishment, no? I can give you the opportunity to be his executioner.
if you agree to work with me. Also wenn ich das richtig verstehe, hatte er Selbstmord gemacht, ist deswegen in der Hölle gelandet. Das ist ja quasi wie eine Einbahnstraße, da kommt man nicht raus. Aber wenn er ihnen jetzt Seelen bringt, dann ja, dann kann er hier rauskommen. Ja. Yeah. Also Seelen von schlechten Menschen. Ja, yeah, I agree. I'll do it. Smart move. Now, for the formalities. Scheiße, müssen wir jetzt so einen Vertrag unterschreiben oder was? For the formalities. Also für die Formalitäten hier. Ist das der Schriftführer oder? Der scheint aber nicht oft was zu tun zu haben, wie der aussieht. Returns to seize what has been taken from him. What? What are you talking about? Okay, der besiegelt seinen Vertrag mit Blut. So aus wie der schwarze Tod von John Sinclair. Wobei man sagt immer, das Höllenfeuer ist kalt. Ich hoffe, er überlebt das. Jetzt wird das Game erst richtig interessant. Also, wenn ich überlege... Ah, da sind wir. Da ist unser Grab. Wenn ich überlege, dass wir am Anfang überhaupt keine Story hatten und das ja sehr komisch angefangen hat, entwickelt sich das Spiel jetzt aber wirklich schon zu einer Perle, muss ich sagen. Übel, ey. Kommt er aus seinem Grab gekrochen. Überall Brandmale. Musik passt auch dazu. Ist so ein bisschen The Crow angehaucht, finde ich. Ein Freund, der tot sein sollte. Perfect weather for some vengeance. Ja, das ist wirklich das perfekte Wetter hier. No way through here. Ja, toll. Schön, dass hier noch alles reinstürzt. Ich glaube, das war doch so, dass der eine Kumpel irgendwie mit seiner Perle durchgebrannt ist, ne? Oder hat sie betrogen irgendwie? Ja, besser gesagt, hat ihm Hörner aufgesetzt. Irgendwie so in diese Richtung ging das. Piece of hell in Miami. How could I have missed that? Okay, Orientierung ist ja jetzt hier nicht gerade hier meine Stärke, aber ja, was hat er angezeigt? Ja, das ist ja hier so eine Art Kirche oder so, Haus Gottes, da wird es wahrscheinlich nicht reingehen. Das ist eingekracht, das ist aber hochgeklettert. Also müssen wir hier irgendwie lang gehen. Was sagt? Ach so, genau, nach einem Zielpunkt suchen. Genau, danach habe ich auch gesucht. Alles klar, dann kannst du hier mal weitergehen, würde ich sagen.
Da ich jetzt ja übermenschlich bin und die Menschen ja eigentlich schwächer sind, müsste das ja ganz gut funktionieren. Also gegen die Dämonen in der Hölle hatte ich ein bisschen mehr Probleme, würde ich sagen. Hey, I need your car. You can keep your clothes and your boots. Ach, scheiße, die haben Waffen. Ja, lächerlich. So, Vollstrecker. Die Vollstreckerschule ist jetzt freigeschaltet. Erwarte ein Arsenal, in dem du Fähigkeiten und Kombos freischaltest. Fähigkeiten freischalten. Du musst eine Fähigkeit auswählen, um sie freizuschalten. Wähle Schockwelle aus und klicke darauf, um sie freizuschalten. Fähigkeiten ausgerüstet. Desmond beherrscht nun Schockwelle. Fähigkeiten müssen ausgerüstet sein, werden, um sie im Kampf einsetzen zu können. Fähigkeiten ausrüsten. Um eine kürzlich freigeschaltete Fähigkeit auszurüsten, drücke und halte die Taste, der die gewünschte Fähigkeit zugewiesen wird. Ich würde sagen, X ist ganz geil, weil es genau über A ist. Nehmen wir das doch mal. So, Fähigkeiten können jetzt wieder erlernt werden. Verlernt werden, wobei ihre Kosten zurückerstattet werden. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? X haben wir zugewiesen. Was auswählen? Haben wir gemacht. Achso, halte. Zum Ausdruck. Ah, alles klar. Man muss nur ein bisschen besser lesen, dann funktioniert das auch. Sie kann nur im Kampf verwendet werden, indem du zugewiesene Taste drückst. Drücke A zum Fortfahren. Ich sammle Seelen, um mehr Fähigkeiten freizuschalten. Okay. Ja, mehr geht auf jeden Fall erstmal nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ja, mal testen, ne? Ja, diese klassischen Sachen finde ich gar nicht so schlecht. Er hat auf jeden Fall Verdampf, ne? Das muss man schon sagen. Unglaublicher Typ, ey. Die Menschen müssten ja auch schwach sein. Es sei denn, die kommen dann mit dem Maschinengewehr und irgendwann versuchen die uns ja auch zu bekämpfen, das darf man nicht vergessen. Noch sind wir ja für alle unbekannt, uns kennt ja noch keiner. Wenn die uns aber erstmal jagen, weil wir uns mit den Falschen angelegt haben, haben wir ein Problem. Embry lives here. Not for long. Wo wir ihn erwischen. Vielleicht ist er auch gerade am Duschen oder so. Natürlich, das ist dann wirklich teuflisch, ne? Muss man echt sagen, also. Naja, genau. Er hat ihm ja die Perle ausgespannt. Überraschen ihn sozusagen. So we see a shrink. Expensive. I've got a quicker, cheaper cure for him. Alter, hat er ein fettes Samurai-Schwert oder war das nur ein normales Messer? Aber gar beide. Ich hab gedacht, das wäre ein Schwert. Nee, das war ein Schnaps-Drink oder irgendein Krams. Ja, da muss ich doch auch gleich nochmal was trinken. Wow. How romantic.
Desmond! Shit, it's not what you think, okay? Ja, ist nicht so, wie es aussieht, hat er damals gesagt. Ja, er kommt nach Hause, das könnte ja spannend werden. Help myself. I hope you don't mind. Fuck, what the fuck? What the fuck? Desmond? What? You look like you've seen a ghost, Embry. Not happy to see me alive, huh? No. No, how is this even possible? You're not alive! You're not! And how about we skip the dumb soap opera lines? You don't know how I'm here, but you know exactly why I'm here. You betrayed me. You lied. You fucked my fiancé. That wasn't me. I know how that sounds, okay? Desmond, eigentlich mies, ne, wenn man überlegt. I'm done with your lies. Er ist tot. Alles klar, aber er tötet ihn nur wegen Fremdgehen, damit er seine Seele irgendwie befreien kann. Oh, ich weiß nicht. Das ist schon ein übler Charakter, den wir hier spielen. Darf man nicht drüber nachdenken, was man da gerade spielt oder was man da gerade macht. Also, und gut, dass es nur ein Spiel ist und nicht die Realität, das sage ich ja mal wieder bei so einen Sachen. Ich weiß, in menschlicher macht uns das jetzt auch nicht, was wir jetzt getan haben. Auch wenn er dann aus der Hölle entkommt. Ich meine, was wäre das für, was soll das für ein Mensch sein, der sowas gemacht hat? Sieht aber jetzt schon ein bisschen menschlicher aus. Also die ganzen Verbrennungen, die er hatte, sind irgendwie weg. Meet me at the abandoned motel near Six Mile Bend. Now I'm texting with the devil. Die Ernte anbringen, okay. Krass, sind schon wieder bei Kapitel 5, also die Kapitel sind echt nicht lang. Und macht ja nichts. Ja, der Zaun eignet sich wirklich sehr, um da auch mal rüber zu springen. This place just screams, keep out. Finde Sawyer, ja. Gucken wir mal. Was, wo der. Rumhängt. Wir müssen irgendwie in das Gebäude kommen, würde ich sagen. Das zeigt auch nicht an, dass wir hier irgendwie durch können. Wundert mich ein bisschen, weil er ist vorhin in so einer Felsformation einfach auch zwischengeschlüpft. Müsste eigentlich bei den Holzbrettern auch möglich sein. Okay, hier kann er durchschlüpfen, aber eine Holzbretter nicht. Naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht sitzt er ja auch irgendwo hier, unser Kumpel oder wer auch immer. Ja, den haben wir mal Manieren beigebracht, würde ich sagen. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Warum auch immer. Müssen wir hier noch jemanden bekämpfen oder so? Ich weiß es nicht. Warum steht jetzt hier eine Puppe rum?
This sign. A hex of some sort. It's somehow connected to that barrier. Okay. Krass, also war das gar kein magisches Schutzschild, sondern eigentlich ein, ja, ein elektrisches Schild, also ein elektrisches Feld. Was noch nicht funktioniert, ist die Fähigkeit, die wir freigeschaltet haben hier mit X. I need to find the hex that controls it. Teleporter aktiv, okay. Müssen wir mal gucken, wo wir uns hin teleportieren können. Wo es denn auch wirklich Sinn macht. Da oben könnte man hin. Teleport inaktiv. Okay. Obwohl er hat ja auch gesagt, wir müssen das Ganze erstmal einschalten irgendwo. Ah, da hinten ist ein Automat, vielleicht klappt der ja. Aber nicht, ob wir an dem Automaten selber auch was rütteln können. This one is controlled by more than one hex. Need to find and disable them all. Okay, da haben wir was eingeschlagen, kontrolliert. Da müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Davon aus. Schockwellen, die ich da irgendwie aktivieren sollte, die hauen irgendwie nicht hin. Aber er ist halt ein ziemlich flinker Klopper. Von daher brauchen wir bis jetzt noch keine magischen Dinge. Ja, auf jeden Fall, den haben wir erstmal den Unmut aus dem Gesicht gekloppt. Können wir hier auch nochmal irgendwie was kaputt machen? Sieht auch sehr verdächtig aus, ja. Ja, sehr gut. Klettert er auch Leitern? Nein, macht er natürlich nicht. Voll abgehoben, der Typ. Alles klar, so, dann geht's mal weiter hier. Ich vermute mal, dass wir jetzt auf den Teleporter drauf können. Jetzt aktiviert es. Nach einem Zielpunkt suchen, genau. Ich hätte ja hier drüben irgendwie im Auge. Das scheint aber nicht so der Fall zu sein. Ach, hier oben, okay. Ist gar nicht, dass das Ziel so nah ist. Okay, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass wir uns hier nach und nach nach oben irgendwie beamen. Okay. Wohl eher nicht. Who? What the fuck? Bisschen aus wie sein. Stop. Zwillingsbruder, nur ein bisschen eine andere Frisur. It's him. Oh, so you're a demon, huh? Beating up humans. Ah, nee, doch nicht. Nice asshole, real classy. Well, this ain't over. We'll meet again. Yes, you will. You will meet often. You have not yet been formally introduced. Er hat natürlich eine Hammerstimme. This is the Saw. He is your immediate superior and commander-in-chief of all the Miami District Executors. Hell no! Hell said yes! You're lucky Sawyer is here to save you. If we fought, you would lose. Are you sure that he really is the one? Savior and destroyer. He looks weak, not like an executor. He will learn. Executors reap souls, not just kill people. You killed Embry. Er soll keine Menschen töten, er soll deren Seelen klauen. You are not an executor. You are an idiot. Fuck off me, or swear I'll... You'll what? You can't move. You don't even know what you're standing on. First lesson, stay off these symbols. They are placed here to keep us out. If you stand on one, you can't escape. Ever. Unless there is someone to help you.
He can't be the one. You'll never learn. Ja, er ist nicht der Auserwählte. Er wird das niemals lernen. Naja, gib ihm mal eine kleine Chance. Ja. There is a man hiding in this building. He is meddling with our powers. Locate him. Take his soul. Stay out of the traps and remember, we are watching you. Okay, im Gebäude ist ein Mann versteckt. In seine Seele sollen wir irgendwie klauen. Naja, gucken wir mal. Ach, jetzt können wir hier rüber. Das ist ja nett. Ich denke mal, den werden wir schon lokalisieren, den Typen. Überall liegen diese Zettel rum, ja. Ich weiß gar nicht, warum dieser eine Dämon, der sozusagen mein Chief ist, so gegen mich ist und der Meinung ist, ich werde das nie lernen. Okay, ist wieder ein Brief. Ha. A postcard. Ach ne, Postcard ist das. 1791 bis 555. Dann gehen wir doch mal rein. Naja, das nenne ich mal Graffiti. Da wird nicht gesprüht, da wird eingebrannt. What? Impossible. No ordinary executor could have entered this motel and survived. Now who are you? I've come for your soul. Nur ich will deine Seele, aber er selber ist, weiß er nicht mehr. I don't know how you got through my hexes, but I suggest you leave. Oh, don't make this harder than it has to be. No demon can get through my signs, especially one like you. Go back to hell. Alter, der kann ja sogar ein Höllenportal öffnen und ich wäre beinahe in die Hölle gefallen. Krasser Typ, ey. Und den soll ich besiegen oder den soll ich seine Seele klauen? Who are you? I'm not just a demon. Realms of our world collide. Souls weep. Spirits cry. Come forth. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Da muss ein Typ hin. Hier versteckt er sich nicht. Er ist auf jeden Fall flink unterwegs. Er hat sich mächtig versteckt, würde ich sagen. Er ist super weggelaufen. Ja, ganz toll. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, alles klar, ja. Macht Sinn. Ah, nicht zurücklaufen, du Honk. Weiß ja nicht, ob ich hier auf Zeit spiele. So, jetzt müsst ihr da auch frei sein, ne? Ja. Ja, das ist ja schon meilenweit weg. Normalerweise hat er dabei einmal seine Feuerkralle genommen und hat die erstmal eingeschlagen. Scheiße, er hat eine magische Wand gebaut. Give up now! You cannot breach this barrier! None of your kind! Alter, wie soll ich denn den Typen fertig machen und was ist das überhaupt?
Ich denke, ich soll dunkle Seelen holen und das ist doch kein normaler Mensch, oder? Natürlich geil aus, ne? Wenn das so mit seiner Schulter so mit Feuer und mit Lava so oder so eine Mischung irgendwie. Als würde der Arm brennen oder er innerlich brennen. Hier, er hat eine Seele geklaut. So, the conscript can follow instructions. Still! Without Sawyer's help, this scum would have made you his slave. I swear I'll get my hands on you. Quiet, noisy child. Noisy child. Do you feel it? The surge of power that absorbing this soul gave you. The power of the dark side. Souls give you power. They can be used for many things. You did well to reach this hideout by yourself. The spells he used to protect this place were powerful. Now, let's get outside. That power. Also ich muss sagen, das Game wird immer geiler. Absorbing that freak soul. What was that? Fast ein Geheimtipp. Who was way beyond any drug, any das high. Sag ich mal, abgestürzt wäre, an einer gewissen Stelle, human, hätte ich da schon viel schneller Your soul is imbued with the flames of hell. That fire is yours to use. The more it burns, the more powerful you will become. For most, learning to master it takes years. But you are the savior and destroyer. So, let us see if you are ready. Hit me! What? Hit me! Or I hit you! What are you doing? I thought we were allies. We are on the same side. But we will never be allies. Soll ich denen treffen? Ich kenne ja nur diese normalen Standardschläge. Ja, krass. Ja, da müssen wir uns jetzt mal was überlegen, wie wir den platt machen. Wahrscheinlich mal. So, hier können wir ja ausweichen. What are you doing? I thought we were allies. We are on the same side. But we will never be allies. Okay, wir müssen ein bisschen mehr ausweichen hier. Treffen. Alter Falter. Den habe ich nicht kommen sehen, würde ich sagen. Get up! This is not a game. Get up! Ja, ich stehe ja schon auf. What do you think I'm trying to do here? Show your true form. Release the anger and evil within you. Free yourself from your human cage and show me the true power of the executors. Do it! You're fucking crazy. I'm trying, but... Silence! Your whining makes me sick. You cannot be the savior and destroyer. You are a weak and arrogant child. Also, who cannot even feel the menschlichen Körper Geist rauszukommen, um Macht zu spüren. How could any compare you to Muriel? Stop! Speaking to you is a
waste of my time. Perhaps you will listen better when I have strangled that bitch of yours. Slowly. With her own guts. You won't need to say goodbye. You can meet her in the charred forest. Wait! God damn it, I will not let you touch her! Alter, jetzt ist er ein richtiger Dämon. Cool down now. Take a moment. Alter, fett. Managing your anger. Sieht ja richtig Hammer aus, ey. Two sides of the same coin. The more you invest, the more powerful you will become. That was incredible. The power was... Can I be like that all the time? No. Firstly, ours is a secret that must be kept from ordinary humans. Schade. Secondly, you are too inexperienced. Even in hell, you would not sustain such rage. Some executors are capable of doing so, but... Who are they? Are you one? I am not. There was once a powerful executor, Muriel, who was rumored to be able to stay enraged at will. But he cannot help you. Is he dead? Yes. And no. That is none of your concern. You will not cross paths. And for that, you should be grateful. Such a meeting would not end well for you. Come. Our next mission awaits. Also wenn ich das richtig sehe, darf ich die Kraft nicht immer benutzen, sondern kann sie halt ab und zu wahrscheinlich einsetzen. Weil es quasi eine zweite Eigenschaft, die wir dazu bekommen haben. That was awesome. Can you teach me that? I can. But then you wouldn't learn. Your next assignment is to clear this area. Ich würde es dir gern beibringen, aber du würdest es uns nicht lernen. These are rebels. Mutineers. The scourge of our ranks. Cleansing this place. Their hideout. Will be a good test of whether you are yet worthy of Lucifer's grace. Lucifer's grace, my ass. Remember, the soul of their leader must be taken. I will leave you on your own now to do what must be done. Okay. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss und sehen uns dann im nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass das Game jetzt auch läuft, dass ihr das auch schauen konntet. Ich weiß nicht, wie weit es auf YouTube schon verbreitet ist, weil vielleicht war es beim einen oder anderen auch so, dass es abgestürzt ist. Ja, zum Schluss will ich noch sagen, abonniert den Kanal. Lasst mal einen Daumen da, kommentiert mal, ob das Game bei euch auch so oft abgestürzt ist. Und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.